Willkommen zu den nächsten XA Weekly News. Wir sind schon in Kalenderwoche 23, 2024. Das ist schon krass, ne? Wir haben jetzt schon wieder die Hälfte vom Jahr knapp, ne? Fast. Und das geht so schnell. Ja, kannst du bald wieder Weihnachtssachen kaufen. Wetter ist eigentlich so VR-mäßig gar nicht so schlecht, weil ja, es ist so eine Mischung aus extrem bewölkt und Regen, bisschen Sonne auch. Also 18 bis 20 Grad. Da kann man auch mal die VR-Brille aufziehen, finde ich. Oder was meint ihr? Ja, gibt auf jeden Fall alles wieder zum Thema XR-Hardware, Spiele, Releases und Sales. Danke an meine Sponsoren, Vutus VR, auch von meinen Events Virtual Escape Area 1 und Virtual Reality Center Basel. Viel Spaß mit den Weekly News und los geht's! Voodoo.de. So, jetzt ist die Katze aus dem krassen Sack. Hier ist der PlayStation VR 2 Adapter für den PC. Offiziell im PlayStation Blog angekündigt. Ja, so sieht das Ding aus. Das ist hier so ein kleiner Kasten, ja, und der wird hier an die Brille angeschlossen. Ja, das Kabel sieht hier ein bisschen kurz aus, aber wir können natürlich das normale Kabel benutzen. Hier sieht man ja, das ist dieses USB-C-Kabel, was in der PlayStation VR 2 dran ist. Und logischerweise, was haben sie natürlich hier direkt auf dem Bildschirm? Half-Life Alyx ist ja klar. Also wir können jetzt auch Half-Life Alyx dann auf der PlayStation VR 2 spielen, aber halt nur, wenn ihr einen PC habt. Ne, ganz klar. So, der Adapter wird ab dem 7. August angeboten und zwar für 60 Euro. UVP 60 Euro. Ja? Das ist schon noch ein bisschen was, ja. Ich hätte mir gewünscht, dass es vielleicht irgendwie 30 Euro kostet, aber ja, da wollen sie vielleicht auch noch mal ein bisschen Kohle machen oder was, ne? Also wir brauchen diesen Adapter, wir brauchen natürlich einen Gaming-PC und wir brauchen noch ein DisplayPort-Kabel, ne? Weil das Ganze wird nämlich hier, ja, Einrichtung ist ganz einfach, schließt PlayStation VR 2 einfach über den Adapter und das DisplayPort-Kabel an den PC an. Ne, dann PlayStation VR 2 App runterladen und Steam VR App von Steam runterladen. Und dann können wir den ganzen Krempel machen. Raumbereich und also Sachen. Ne? Und natürlich mit den Controllern. Einige Sachen werden aber nicht funktionieren. Zum Beispiel das Eye-Tracking. Ja, das wird nicht funktionieren. HDR, Headset-Feedback, adaptive Trigger, haptisches Feedback. Das ist schade, dass die adaptiven Trigger nicht funktionieren. Weil das ist natürlich das Geile an den Controllern. Deswegen liebe ich die ja so. Schade, ja, bei Half-Life Alyx, diesen Adaptiven, das wäre ein Traum. Ja. Aber gut, dann müssten ja auch die Spiele irgendwie, kann ich mir schon irgendwie erklären, dass es nicht geht. Ne? Aber gut, ist halt so. Ne? Ich finde es eigentlich geil. Ja, so, hier sieht man nochmal den Adapter ein bisschen größer. Den könnt ihr dann bald bestellen. Und dann geht das ab dem 7. August geht das los. Ich freue mich trotzdem drauf, ne? Und hier sind dann nochmal die Mindestanforderungen für den PC, ne? Die könnt ihr euch nochmal reinziehen. Den Link findet ihr natürlich in der Beschreibung. Für mich ist es vor allem interessant, also nicht jetzt damit irgendwas zu spielen, die ganzen Steam-VR-Spiele kenne ich ja sowieso schon. Für mich ist es halt geil, dass ich die PlayStation VR 2 jetzt am PC testen kann. Habe ich ja schon letztes Mal erwähnt, dass ich dann auch mal das Field of View richtig mit dem Tool messen kann und die ganzen, ja, Glare-Tools, alles mal testen kann. Ne? Da freue ich mich am meisten drauf. Und dann mache ich nämlich nochmal einen Display- und Linsentest mit der PlayStation VR 2 am PC. So, da hat Meta wohl aus Versehen selber ein bisschen was geleakt. Und zwar gab es ein Questor-Game, Allo Moves XR, und da war ganz kurzfristig der neue Name für die Quest Lite aufgetaucht. Und das sieht man hier ganz gut. Die haben noch schnell einen Screenshot gemacht, ist natürlich jetzt wieder weg. Und da steht Supports Meta Quest 3S. Ja, das ist dann die Lite-Version von der Quest 3. Und ja, der Name ist dann jetzt Meta Quest 3S. So wird das Ding heißen, was wahrscheinlich dann auf der Meta Connect vorgestellt wird. Ne, das ist ja, ich meine, das ist klar, das, wo sonst, ja? Und da werden wir jetzt natürlich jetzt eine Quest Lite haben.
da gibt es ja jetzt schon Gerüchte und so, die soll dann die alten Linsen benutzen von der Quest 2. Bisschen abgespeckt, natürlich, ja, ein bisschen weniger von allem, sage ich jetzt mal. So dass dann vielleicht auch dieses Pass-Through, dass das nicht in Farbe ist und all so ein Zeug, ja. Damit der Preis halt gedrückt werden kann. Ne? Also erwartet mal, dass die Quest 3 S so um die 300 bis 350 Euro kostet. Ist so meine Einschätzung, ja. Da bin ich mal gespannt. Und ja, ich werde das Ding natürlich für euch testen, aber letztendlich werde ich natürlich auf mein, ich werde das einmal reviewen, aber letztendlich werde ich logischerweise dann mit der Quest 3 weiterzocken, weil die natürlich viel leistungsfähiger ist und auch bessere Linsen und alles hat und Display vielleicht auch. Deswegen, aber für ein Review ist es ganz gut und dann kann ich euch natürlich sagen, lohnt sich der Preisunterschied zur Quest 3? Oder solltet ihr lieber die 200 Euro sparen oder was auch immer. Bin gespannt. Ja, und hier ist halt die Meta Connect. Ne? Die ist jetzt angekündigt worden. Und zwar wird die am 25. bis 26. September stattfinden. Wahrscheinlich wird es dann wieder einen Livestream natürlich geben. Da kann man das verfolgen. Ich gehe nicht davon aus, dass ich in die USA eingeladen werde. Schön wäre es natürlich, dass ich dann direkt die Quest 3 S testen kann. Aber ich glaube eher nicht. Ne? Also logischerweise, das Hauptthema wird sehr, sehr wahrscheinlich die Meta Quest 3 S sein. Ja, also die Lite-Version von der Quest 3. Aber es kommt natürlich vielleicht auch irgendwas über diese anderen Hersteller. Wir wissen ja, dass Asus und Lenovo und auch ein Xbox-Gerät rauskommen wird, was den Quest Store hat. Ja, also eine Asus Quest, eine Lenovo Quest, eine Xbox Quest. Ja. Horizon OS nennt man das dann, ja, und da wird man dann auf anderen Geräten den Quest Store benutzen können. Da freue ich mich drauf, das ist cool. Und dann kann es natürlich auch noch sein, dass so ein bisschen über Horizon überhaupt gesprochen wird. Ne, das soll ja auch mehr, ein bisschen mehr gepusht werden. Ja, da bin ich mal gespannt. Und ja, das schreiben sie hier auch. Vielleicht kommt noch was über GTA San Andreas, aber ich glaube nicht. Ich glaube, die Nummer ist durch. Ich meine, keine Ahnung, ob da nochmal irgendwas kommt. Aber ja, fokussieren wir uns mal auf die Quest 3 S. Ich bin gespannt auf die technischen Daten dann letztendlich. So, schauen wir uns mal einen Trailer an. Exklusiv für die Quest 3. Look closer. Hitman. Behind the everyday world. Beyond the headlines and the seats of power. A hidden hand. Da ist er. Dieser geile Anzug immer. This is our moment, 47. Happy hunting. Hitman 3 VR Reloaded. Exklusiv für die Quest. Kommt im Sommer. Jetzt gucken wir mal einmal ganz kurz diese Szene an. Die einzige, die hier kommt. Und da sehen wir schon, dass das ein bisschen hässlich aussieht, oder? Also wenn wir hier die Charaktere mal angucken, das sieht natürlich schon nicht so geil aus. Ja, sehr texturarm und alles. Aber gut, ich meine, wir zocken auf einem Standalone-Headset. Ne? Das ist ja dann irgendwie auch klar, dass das ein bisschen abgespeckt sein muss. Wenn wir jetzt hier mal in den Artikel reinschauen von Road to VR, dann sagen die aber, rebuild from the ground up for VR. Ja, completely overhauled user interface, enhanced movement mechanics beyond the versions for PlayStation VR and PC VR. So, das heißt, sie haben das nochmal ganz neu aufgebaut für VR, haben neue Bewegungsmechaniken, alles Mögliche, das User Interface und so. Also, erstmal ist das natürlich irgendwie ein Schlag in die Fresse für alle, die die PC VR oder die PlayStation Version haben. Ne? Also,
Ich persönlich glaube, dass die alten Versionen für die PC, für den PC und die PlayStation VR nicht überarbeitet werden. Viele sagen ja, okay, fairerweise müsste das ja dann auch. Ich glaube das nicht. Ich glaube, die scheren sich einen Scheiß um die alten Versionen. Und das heißt, wir werden jetzt wahrscheinlich eine Quest 3-Version haben von Hitman, die von der Steuerung wesentlich besser ist als die PC-VR- und PlayStation-VR-Version, aber die dann relativ hässlich aussieht. Das ist das, was ich glaube. Das heißt, ja, wir haben vom Regen in die Traufe. Jetzt ist es genau umgekehrt. Auf dem PC sah es ja geil aus, war aber eine scheiß Steuerung. Und jetzt sieht es scheiße aus, hat aber eine geile Steuerung wahrscheinlich. Ach, Leute. Ich freue mich trotzdem drauf, ne? Ich freue mich trotzdem drauf. Und hier sieht man auch nochmal, dass Meta natürlich die Quest 2 loswerden will und das Ende besiegeln will und so. Dass, weil das ist auch exklusiv für die Quest 3. Das könnt ihr nicht mehr mit der Quest 2 zocken. Ne? Also so langsam habe ich, habe es ja schon ein Video gemacht, das ist gar nicht so lange her. Da habe ich das Ende schon halbwegs angekündigt. Und ich glaube, dass ich auch sowas gesagt hatte. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, aber so Mitte, Ende 2024 oder Anfang 2025 hatte ich, glaube ich, gesagt, das ist so das Ende von der Quest 2. Ja, so langsam ist es halt auch wirklich so, ne? Du kannst dann halt auch, also ich meine, gut, die Quest 2 wird natürlich noch länger supported, um Gottes Willen, aber ich meine damit, dass es dann sich irgendwann nicht mehr ganz so lohnt, die Quest 2 zu holen, weil du halt nichts mehr drauf zocken kannst. Also die neuen Spiele. Und es ist ja jetzt wirklich so, ne? Wir haben Batman, wir haben Alien, wir haben Hitman. Die ganzen großen Spiele, die rauskommen, sind nur noch für Quest 3. Also überlegt euch auch jetzt schon, solltet ihr euch noch die Quest 2 holen oder nicht? Ich persönlich würde es tatsächlich schon nicht mehr machen, weil ich möchte diese geilen Spiele auch zocken. Ganz klar, ne? Wenn ihr natürlich eh nur am PC VR zockt, dann könnt ihr natürlich auch noch die Quest 1 holen. Ja, das ist ja auch schnurzpiepegal. Was haltet ihr von Hitman? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und es gibt schon wieder ein neues Update für die Meta-Quest, diesmal Version 66. Gehen wir mal kurz durch. Ja, wir haben wieder ein Pass-Through. Ja, das bedeutet Pass-Through Improvement, also das ist jetzt wieder verbessert, diese Pass-Through-Ansicht. Wir haben jetzt nicht mehr diese Distortion, ja, also dass man quasi diese Wölbung hat, das ist jetzt reduziert. Wir können im Hintergrund Musik hören. Ja, wir haben jetzt einen Wrist-Button, das heißt, wenn wir so unsere Hand angucken, dann haben wir hier oben, sieht man ja hier so einen kleinen Knopf, da können wir das Menü aufrufen. Das finde ich gut gelöst, weil das war immer ein bisschen frickelig, dieses Menü aufzurufen, finde ich. Und dann noch wieder mit elterlicher Aufsicht und so, man kann jetzt untereinander sehen, wer da alles in diesem Parental Supervision Feature drin ist. Ja, es ist... ich finde es immer noch geil, wie Meta da noch alles verbessert. Also da sind die wirklich auf Zack. Da kommt ja gefühlt die ganze Zeit Updates raus und das gefällt mir auch wirklich gut. Ja, absolut geil. Und so muss das auch sein. So wünsche ich mir das eigentlich von allen. Ja, aber ja, ist halt nicht so meistens. Ich freue mich drauf. Ich habe, glaube ich, auf der... Nee, ich glaube, das Update ist bei mir noch gar nicht angekommen. Ich muss mal schauen. Ich hab ehrlich gesagt noch gar nicht drauf geguckt. Ich habe einfach nochmal gezockt und schaue ich mir nochmal an. Version 66. Ja, und Pico wird ja wahrscheinlich demnächst auch eine neue VR-Brille vorstellen. Sehr wahrscheinlich die sogenannte Pico 4S. Also eine verbesserte Version von der Pico 4. Ist interessant, ne? Also bei Meta heißt die abgespeckte Version S. Und bei Pico heißt die bessere Version S. Na, also die Quest 3 S ist ja die schlechtere Version von der Quest 3. Und bei der Pico 4 S ist die 4 S die bessere Version von der von der Pico 4. Oh Mann. ist interessant auf jeden Fall. Wie dem auch sei, das Ganze soll... ein bisschen besser sein als die Quest 3. Also wir haben zwar den gleichen Prozessor und alles, aber wir haben mehr RAM. Wir haben statt 8 GB RAM bei der Quest 3 12 GB RAM bei der Pico 4S. Ja, das, damit kann man mehr Multitasking machen, man könnte bessere Texturen in den Spielen machen und so. Wir haben ja auch neue Controller, die
quasi eine Kopie sind von den Quest 3 Controllern, was ja auch gar nicht schlecht ist, ne? Die kopieren sich ja alle mal gegenseitig. So, und es gibt ja auch schon geleakte Bilder, zum Beispiel hier auf Twitter, das sind die Pico 4S Controller, so werden die wahrscheinlich aussehen, ne? Also wenn ich jetzt hier mal meine Quest 3 Controller, ne, die sehen genauso aus, außer dass hier das Ding schwarz ist, ist genau das gleiche und ja, ist ja nicht schlimm, ne? So, und dann gibt es ja auch noch geleakte Bilder von dem Headset an sich, das ist die Pico 4S, sehr wahrscheinlich, ne, ja. Dieses Schwarz-Weiße ist nur diese Developer-Version, die wird dann immer so schwarz-weiß angemalt. Das ist quasi wie diese Erlkönige, diese Autos, diese verdeckten Autos, die Prototypen, die draußen rumfahren. So ist das hier auch. Also das wird natürlich nicht so schwarz-weiß angemalt sein, aber vom Formfaktor her ist das hier die Pico 4S mit den drei Kameras. Hier wird dann auch Pass-Through, Mixed Reality wie bei der Quest 3 geben. Und ich bin sehr gespannt, ja, was das alles gibt. Und ja, ich denke mal, ich werde die logischerweise dann auch reviewen, wenn das dann soweit ist. Ja, viele Leute benutzen ja Virtual Desktop. Das ist ein tolles Tool, auch um zum Beispiel PC-VR zu zocken. Es hat einige Vorteile, ist teilweise auch sogar noch schneller als andere Methoden. Und ja, einige Leute haben vermisst, dass man mehrere Monitore quasi nutzen kann. Ja? Und das geht jetzt mit Virtual Desktop. Das heißt, diese Software, die ist ja sowieso schon geil und die ist jetzt noch besser. Und wir können jetzt zum Beispiel mit der Meta Quest 3 drei Monitore sondern anzeigen. Ja, und hier ist irgendwo eine Liste, genau. Hier steht, mit der Meta Quest 3 könnt ihr drei Monitore, ein Monitor 3840x2160 und bei Multimonitoren können wir eine Auflösung von 2560x1440 haben. Ist schon geil. Ja, ein bisschen abgespeckt bei der Quest 2 und der Quest 1, ne? Das geht nur bei der Quest 2 und der Quest 3, dieses Multimonitoring, bei der Pico auch übrigens, bei der Vive auch, aber das mit drei Monitoren geht nur bei der Quest 3 tatsächlich, ne? Also wenn ihr die Software habt, dann kriegt ihr jetzt ein Update, dann könnt ihr endlich mehrere Monitore benutzen und gleichzeitig auch noch Virtual Desktop für PC-VR nutzen und einige Vorteile daraus ziehen. Virtual Desktop ist wirklich eine richtig geile Software. Übrigens, wenn ihr die über meinen Link kauft, könnt ihr mich noch ein bisschen supporten. Ne? Das ist immer eine Win-Win-Situation. Findet ihr direkt in der Beschreibung und im ersten angepinnten Kommentar könnt ihr Virtual Desktop kaufen. Ich finde es geil, ich habe das schon öfter darüber berichtet, kannst du auch mit arbeiten und alles. Super, und ich denke, die meisten werden mir auch zustimmen. So, jetzt kommt der Knaller. Den Kerl hier sollten wir eigentlich alle kennen. Er ist dafür verantwortlich, dass ich hier überhaupt gerade sitze. Ja? Palma Luckey hat quasi die neue Generation VR erfunden. Ohne ihn wäre es wahrscheinlich gar nicht zu der ganzen Welle gekommen. Ja? Er hat die Oculus Rift erfunden, quasi. Ja? Und dann ist das ja alles an Meta übergegangen und er ist dann raus und all sowas. So, und Palma Luckey hat jetzt tatsächlich auf Twitter gesagt, okay, ich entwickle ein neues Headset. Wir gucken aber mal genauer rein. Und zwar ist das so, hier der Brad Lynch, natürlich wer sonst, der hat diese Nachricht hier gefunden, ja, er macht ja, Palma Luckey macht ja dieses Mod Retro Chromatic, das ist so eine Retro-Konsole, die entwickelt er gerade, ne? Und dann hat der Brad Lynch so aus Scherz geschrieben, oh mein Gott, sogar Palma macht lieber ein Handheld als ein VR-Headset, ja? wie Valve. Und dann hat Palma Luckey aber höchstpersönlich geantwortet, I am going to be announcing the fact that I am working on a new HMD at AWE. Das ist ja die Messe, die, ich glaube, im Juni, ja, kommt. Wir müssen gerade gucken, wann. Genau, Juni, 18. Juni. Die Augmented World Expo. Das ist natürlich krass, ja. Das ist natürlich krass. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Erfolg nochmal so riesig sein wird, wie bei der Oculus Rift 1 damals. Aber wenn er was macht, ist das bestimmt kein Schrott. Kann ich mir nicht vorstellen, ja. Da bin ich mal sehr gespannt, was da überhaupt jetzt kommt, ob das irgendwie mit diesem Handheld zusammen ist, ob das sowas ist wie eine Pimax Portal oder irgendwas, ne? Oder ein Standalone-Headset. Ich bin gespannt. Da bin ich jetzt am meisten gespannt drauf. Ich werde natürlich darüber berichten dann.
So, noch was Cooles in eigener Sache. Guck mal, das habe ich aus der Community bekommen und zwar von dem lieben Zockergirl92, ja, aus der Community, aus meinem Discord. Und sie hat eine coole schwarze Couch und guck mal, hier sind die geilen Kissen, ja, aus meinem Merch-Store. Super cool, freut mich immer wieder sowas zu sehen, also das ist für mich wirklich... Also ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Ich sitze hier zu Hause, mache meine Videos und alles und dann sehe ich sowas bei fremden Leuten, meine Sachen auf der Couch. Das ist so ein cooles Gefühl irgendwie, ja. Und deswegen zeige ich das halt auch so gerne, ne. Sie hat mir gesagt, da wird noch ein Puzzle hier aufgehängt. Das war jetzt noch nicht fertig diese Woche. Aber das, vielleicht kann ich das noch nachliefern oder so, das Bild. Oder zeige ich mal auf dem Discord. Ja, also übrigens sehr geile Couch. Ne? Und vor allem auch sehr geile Lara Croft-Statue. Die hätte ich auch ganz gerne. Ja? Übrigens, falls ihr auch dieses Merch da kaufen wollt, entweder so ein T-Shirt hier oder so ein Kissen, das findet ihr markiert. Ja, ich glaube, das kann man jetzt irgendwie auf YouTube markieren und dann könnt ihr das auch kaufen. Habt dann natürlich coole Sachen. Da gibt es auch einen geilen Bär und all so ein Zeug, Shorts und Strümpfe und weiß der Geier. Könnt ihr alles über meinen Store kaufen und könnt mich dann ein bisschen supporten und habt dann auch cooles Zeug zu Hause. Würde mich natürlich freuen. Schauen wir uns die Releases diese Woche an. Auf Steam haben wir F1 24. Das ist ja quasi der Nachfolger von der Formel 1 Simulation, die können wir auch wieder in VR zocken. Ich muss mal schauen, ob ich mir das reinziehe. Ja, ich brauche noch den Zugang dazu. Schauen wir mal. Dann haben wir Red Ruins Asymmetric VR versus PC. Also einer spielt am PC, der andere in VR. Action-Rollenspiel. Dann Anandala. Ja, das ist hier so eine verrückte VR-Experience mit vielen, vielen Farben. Body of Mind, das ist ein ganz krasses Spiel, aus der Ego-Perspektive sind wir in einem Körper drin, völlig crazy. Und dann haben wir noch Death Horizon Cyberfusion, ja, ein Roguelike Ableger von Death Horizon, könnte ganz interessant sein. Dann auf der Quest haben wir Silent Slayer World of the Vampire, habe ich auf meinem Kanal schon gezockt. Ein Geschicklichkeitsspiel mit Jumpscares, also wir müssen Vampire töten und haben da verschiedene Mechanismen. Ich finde es eigentlich geil, ja, also mir hat es Spaß gemacht. Und dann haben wir noch V-Rider SBK, ja, das ist eine Motorradsimulation. Mal schauen, ob ich das zeige, ist eher so gar nicht meins, aber mal schauen wir mal. Das waren die Releases diese Woche. Ja, und schauen wir uns natürlich auch noch die Sales an. Da haben wir einmal auf Steam Focus on You. Wenn ihr keine Freundin habt, könnt ihr eine virtuelle haben. Kriegt ihr 70% günstiger. Beanstalker, eine interessante Kletter-Shooter-Kombination. Kriegt ihr 90% günstiger. Arizona Sunshine 1, immer noch ein geiler Zombie-Shooter. 75%. Skyworld, das ist so ein Strategiespiel, würde ich sagen, auch im Multiplayer, 88%. Dann auf der PlayStation VR 2 Fisherman's Tale, tolles Abenteuer, Puzzlespiel, 60% Ragnarok, Musikspiel, 50% Gorn, brutales Nahkampf-Fighting-Spiel, 50% Very Bad Dreams, ein absolut geisteskrankes Horrorspiel, für alle, die es mal ausprobieren wollen, 30% und Townsman VR, super tolle Götter-Simulation-Strategiespiel, 50% günstiger. So, jetzt schaut mal in meinen Merch-Store. Oder schaut auch gerne mal im ersten angepinnten Kommentar auf Linktree. Da gibt es meine ganzen Social-Media-Links, Coupon-Codes und weiß der Geier. Einfach mal reinschauen. Und ja, da findet ihr übrigens auch meinen Amazon-Link. Also wenn ihr irgendeinen Krempel bei Amazon kauft, bitte vergesst nicht, einfach darüber zu gehen. Das kostet euch nur einen Klick und supportet mich umsonst. Also selbst wenn ihr Toilettenpapier kauft, einfach über meinen Amazon-Link. Und dann habe ich auch noch ein paar Cent davon, ja. Danke fürs Zuschauen, Daumen nach oben, bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao. Voodoo.de